Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Wir haben ja gesagt, letzte Folge am Ende, dass wir Kupfer brauchen. Also tatsächlich, ich muss mal gucken, wie das mit dem Kupfer ist, weil ich es schon ein bisschen seltsam finde, dass man so viel Kupfer braucht. Also man braucht halt 8 Kupfererz für ein Kupfer. Das ist der Wahnsinn. Weil hier kommt zum Beispiel 2 bei rum, aber das ist halt auch 200, ne? Okay. Also. Ja, also rein theoretisch, glaube ich, braucht man nur 7 Kupfer. Nee, da ist eins zu wenig. Okay, man könnte jetzt. Ja. Komische Sachen machen, aber machen wir nicht. Wir stellen nämlich Munitioner her. Wow, das klang komisch. Munitioner her. So viel wie geht. Währenddessen schmilzt das schon mal alles. Dann können wir nämlich unseren Kupferdraht herstellen, schlafen gehen, zur Mine fahren. In tiefster Dunkelheit. Okay, das läuft noch. Ich meine, wie gesagt, wir müssen sowieso schlafen. Und morgen früh werden wir auf jeden Fall noch. Ist doch noch gar nicht so spät. Okay, egal. Wir können ja mal gucken, ob die vielleicht morgen auch mal in ihren Betten schlafen. Das wäre halt so voll angenehm. Wisst ihr, was ich meine? Moment. Ich will mal gucken. So. Wir setzen mal das Zimmer. Nee, für niemanden von euch. Und das Zimmer setzen wir mal für. Okay. Meine Kate ist. Rachel. Genau so. Also, man hat jetzt auch hier so dieses weiblich und männlich Symbol. Was ich schon ein bisschen krass finde. Okay. Wir gucken mal, wie das dann morgen früh aussieht. Ob sie denn in ihren Betten geschlafen haben. Ob sie wieder drauf verzichten. Wir wissen es nicht. Ja, okay, 9 Stunden. Denn 12 Stunden sind 8. Okay. Wir haben sowieso nicht so lange geschlafen. Und dann schlafen wir nur bis. Also bei 5 ist ja schon vorbei alles. Sind alle Bösen weg. So. Wenn es euch gefällt, was ich mache, beziehungsweise wenn euch generell Misszweifel, also. Mein Survival Let's Play gefällt, dann dürft ihr immer sehr, sehr gerne einen Daumen da lassen. Kriegt ihr auch wieder. Na. Dankeschön. Huch. Ich fühle mich wie so eine betrunkene Fahrerin. So. Okay. Dann können wir wahrscheinlich hier. Ja, da Kupferdrähte. Ach, 2 Komponenten. Komponent. Das ist das Schwere. Aber wir haben ja nur eins gebraucht. Duct Tape haben wir. Die Fuse-Dinger haben wir. So. Dann können wir ja eigentlich. Ah, nee, Munition. Ha. Munition haben wir nicht. Okay. Shotgun. Ach, ganz ehrlich, will ich eigentlich nicht. Haben wir noch. Ha, nee, haben wir nicht. Seht ihr? Haben wir nicht. Das ist natürlich blöd. Aber oh, die Mischung, die deprimiert mich. Bin ich ehrlich. Ich brauche eins davon, zwei davon, ne? Nee, andersrum, so rum, ne? Ho. Na, dann funktioniert ja. Eine Stunde. Was soll ich denn jetzt eine Stunde lang machen? Könnte essen. So ein großes Stück Fleisch in mich hineinstopfen. Dauert leider keine Stunde. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass ich mich einfach für eine Stunde hier auf dem Boden schlafen lege. Why not? Und was trinke. Ja, das ist ja beides, glaube ich, in der Verbindung sind es dann diese eine Stunde und 16 Minuten. Munition herstellen dauert halt auch immer so ewig lange. So.
Ich hätte gestern, also den Tag davor, hätte ich vielleicht einfach schlafen gehen sollen. Naja, Dinge sind passiert, Fehler wurden gemacht. So. Okay, wie gesagt, diese Munition will ich eigentlich nicht. Ich hätte halt schon gerne bei Shotgun. Aber ganz ehrlich, andererseits, was sonst? Ich meine, ein Rifle würde halt noch naheliegend sein. Also die Sniper. Da stand ich nicht richtig. So, da ging, glaube ich, nicht mal die 17. Ja, kriegen wir 12. Naja. Ein bisschen was ist besser als nichts. Kennt er. So, hä? Eins? Da war halt einfach eins drinne. Ja, okay. So, what the fuck is wrong with you? Und wieder eins übrig geblieben. Oh. Mein kleiner Bruder macht das immer. Der macht immer. Oh. Und ohne Witz, ich kam nicht drauf. Ich kam nicht. Irgendwo habe ich das schon mal gehört, aber ich kam absolut nicht drauf. Und ich zu ihm, irgendwoher kenne ich das. Der so, ja, ehrlich? Und ich so, ja, irgendwoher kenne ich dieses. Oh. Und er so, nee, kann nicht sein. Bist du dir sicher? Also er verarscht mich gerne. Und ich so, ja, irgendwo habe ich das gehört. Und er so, nee, das kann nicht sein. So, und falls ihr euch das jetzt auch fragt, also natürlich, die Kenner unter euch haben gleich geschrieben, die Villager sind Minecraft. Ja, und alle anderen wissen es jetzt auch. Die Villager in Minecraft. Ho. Okay. So hört es sich eigentlich permanent in meinem Kopf an. Machst du das jetzt den ganzen Tag so? Hi. Also, wie gesagt, das ist jetzt ein Experiment mit Rachel. It's a project. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Ja. Gute Laune. So. Da liegt eine Flasche. Hä? Gruselig. Ich lasse die da mal liegen. Was habt ihr ohne mich? Ich dachte, ihr könnt jetzt Tore öffnen. Nein, ich wollte nicht mit dir sprechen. Geh weg. Okay. Huch. Hä? Huch. Ah, ah. I-U-I-U-A. Das habe ich, glaube ich. Das habe ich, glaube ich, nicht gebraucht. Aber man weiß nie, wofür man es braucht. Also nehme ich es einfach mal mit. So. Und wir können tatsächlich nochmal eine Munition herstellen. Und eine Munition ist halt. Also für mich ist es im Vergleich halt nicht viel. Aber es könnte halt so diese fehlende Munition sein von den 5 Schüssen, die ich abgebe. Okay, da ist Wasser. So. Ja, und im neuen Spielstand, da freue ich mich schon, weil da werde ich direkt am Wasser schön, 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 schön mein Essen anpflanzen. Und dann ernähre ich mich gesund und hühnerschonend. Kommt Nebel? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich finde aber auch, dass das Lenken wieder weg ist. Ich frage mich, wo ist meine Shotgun? Hallo? Ich habe irgendwo eine Shotgun versteckt. Okay. Es sieht ein bisschen so aus dem Augenwinkel, sieht es aus wie Vögel. Und mit diesem ganzen Vögelgezwitscher ist es halt einfach realistischer, ne? Weil, sind wir mal ehrlich, habt ihr schon mal hier einen Vogel gesehen? Ihr hört das Vogelgezwitscher. Ja. Aber ihr habt noch nie einen Vogel gesehen. Ich wäre misstrauisch. Okay, ich bin misstrauisch. So, dafür habe ich keine Muni und dafür habe ich keine. Ich habe keine Muni. Also brauche ich. Also brauche ich mein Schild, weil ich keine Munition habe. So.
Okay, Messer. Weil ich kann. So, wir nehmen dann Fleisch mit. Fleisch. Etwas getrocknetes Fleisch. Und ich habe Flaschen. Brauche ich nicht. Okay. So. Auf geht's, ab geht's. In die Mine. Wir lösen das Rätsel. Brauchen wir vielleicht noch Sprit? Nee. Nee. Also an der Fahrmechanik hat er auch nichts geändert. Warte, war da irgendwas? Ich weiß nicht, haben sie die Leiche überarbeitet? Oder war da eine neue Leiche? Weil da hinten ist nicht das Hotel. Wir schauen mal ganz kurz beim Hotel vorbei, okay, Leute. Ich hatte ein Bild gesehen. Der Satz ist zu Ende. Nein, ich hatte ein Bild gesehen. Und auf dem lag so irgendwie, glaube ich, eine andere Leiche. Jetzt ist halt die Frage, ist da noch eine Leiche? Also ist da das zweite Hotelzimmer geöffnet? Ihr wisst das bestimmt alle schon. Ihr habt bestimmt schon hier 50.000 anderen YouTubern, die zuverlässiger sind als ich. Und ihre Familie hassen oder so. Nein, um Gottes Willen. So. Ich war echt glücklich, meine Familie wiederzusehen. Das muss ich mal an dem Punkt sagen. Liegt hier irgendwo noch? Weil ich glaube, das muss hier in der Nähe von dem Hotelzimmer auf jeden Fall sein. Weil Bärbel hier ist. Nein, weil bei dem anderen ist es ja auch so, wenn du dich zu weit entfernst, dann verschwindet das. Aber ich sehe jetzt hier auch nichts, ne? Ich weiß halt auch nicht, in welche Richtung. Ich guck noch mal. Beziehungsweise wir gucken nochmal. Der erste war ja einfach zu finden. Es stand da, also es stand halt noch Puzzles und so hinzugefügt, aber da war halt da wurde nicht nochmal eine Leiche oder so gezeigt. Das war halt, kann auch sein, dass es jemand verändert hat oder weiß nicht. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich das Bild gesehen habe. Könnte ich euch jetzt auch nicht mal mehr sagen. Irgendwo habe ich ein ominöses Bild einer Leiche. Wow. Das klingt komisch. Ihr wisst, was ich meine. Oh Gott. Es hat genebelt und jetzt ist halt überall so, habe ich so das Gefühl, dass Nebel ist. Ho. Ho. Okay, Entschuldigung. Ey. Ach nö, ach nö. War das wieder die Stelle, wo man. Ach nö. Okay. Ich habe nicht nachgeguckt, wie hart mein Motor verletzt ist. Also ich habe gesehen, dass er ein bisschen verletzt ist. Aber nicht wie hart. Ich habe ein bisschen schieß. Der hatte auch irgendwas mit den Snipern geschrieben. Die Sniper schießen jetzt nicht sofort zurück oder so. Also irgendwas stand in den Patch Notes auf jeden Fall bei den Bugfixes über die Sniper. Und ich muss ganz ehrlich sagen, entweder habe ich nicht gehört, wie sie schießen, oder sie haben tatsächlich nicht sofort angefangen zu schießen. Aber wir werden sehen. So. Okay. Wir haben alles, oder? Wir haben das Klebeband, wir haben die Fuseboxes und wir haben die Wire. Und wir haben Munition. Also, ha! Rinder!
So. Okay. Ich frage mich, was jetzt halt das auslöst. Fragt ihr euch das auch? Weil vorher sind die hier halt immer aufgetaucht und jetzt nicht. Ja, da ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Munition brauchen werde, brauchen werde, so, brauche ich mehr Koopa. So. Ich habe mein Messer gezückt. Ja, kurz hier hin. Ist mir egal. Ja. Und jetzt, ha? Huh? Weißt du, was ich jetzt kann? Boom. Soll ich mal. Weißt du was? Ich bin raus. Habt ihr gesehen, wie viel Schaden ihm das gemacht hat? Ne, kann auch sein, dass er zu weit weg stand oder so, aber für mich sah das danach aus, dass es keinen Schaden gemacht hat. So, da muss ich ein bisschen aufpassen, dass man nicht so. Ist da so einfach reinspringt? Weil ich glaube, man kommt sehr hart unten auf. Also, ich habe es bis jetzt noch nicht ausprobiert. Möchte ich auch nicht. So. Nein! Nein! Okay. Oh. Ich hoffe, es nervt euch nicht. Wenn doch, dann tut es mir leid. Schreibt es mir in die Kommentare, dann mache ich es nie wieder. Aber ich finde es halt einfach schon geil. Schon geil. Schon ein bisschen geil. Jo. Ja. Oh, und ich freue mich, dass ich wieder live streamen kann. Übrigens, unten in der Beschreibung ist ein Link. Zu meinem angebrochenen. Nein. Zu unserem Kanal. Kanal, ja? Ja, doch, zu unserem Twitch-Kanal. Ist das Kanal? Weiß ich nicht. Ha. Ich kann das nicht mehr verbinden. Ich kann halt einfach nicht mehr rennen. Okay. Okay. Muss ich hier auch nicht. Weil hier gibt es jetzt sowieso keine Monster. Ich brauche eine Menge Kupfer. Ich bin halt irgendwie verwöhnt, ja. Ich stand jetzt gerade hier und dachte mir so, ja, wieso hebst du das nicht automatisch auf? Weil kennt ihr das in den Spielen? Normalerweise stehst du da und alles um dich herum wird einfach aufgesogen. Und du denkst dir so, ja, okay. Okay, ist halt. Ist richtig so, ne? Also. Oh, das gute weiße Zeug. Ich meine damit. Was? Moment, ich baue es ab. Salpeter ist das, ne? Ja, ich meinte Salpeter. Nur damit wir uns nicht missverstehen. Das ist das weiße Zeug, von dem ich rede. Oh. Okay. Okay. Gut. So. Ja, ob jetzt bin ich wieder da. Okay, ab zum Generator. Also ich muss zwischendurch mal ein bisschen fahren. Ich weiß eigentlich, warum fahre ich? Weil sobald der andere Spielstand doch so weit ist wie der hier, ist es eh vorbei. Wisst ihr, was ich meine? Huh. Okay, erstmal E. Ups. Rein damit. So.
Hä? Ach, ja, natürlich. Da oben, natürlich. Ich dachte mir so, hä? What is happening? Okay. Das macht sehr seltsame Geräusche. Kommt das Ding jetzt runter oder muss ich noch was klicken? Ach, da. Rufe den Aufzug. Ich glaube, der Aufzug kommt. Oh, kennt ihr diese alten Hotel-Horrorfilme? Da kommen auch immer solche Aufzüge. Ich weiß noch nicht so ganz, ob ich möchte. Ach so, da oben. Ach krass, meint ihr, die machen noch mehr Level? Weil ich meine, das war jetzt, wir haben hier Level 0 und Level 1. Dann ist das so eine Fighting Area, wo halt einfach so richtig krasse Monster sind. Okay. Ich habe vielleicht einen gebrochenen Fuß. Ich will exekuten. Ich will exekuten. Hallo. Hey, ich gehe hier nur spazieren. Was willst du? Okay. Ja, gut. Wie der mich auch noch so anguckt, so. Huh? Ist was, Kollege? Bin ich jetzt einer von ihm? Ja, gut. Wir brauchen mehr von dem weißen Zeug. Wir nehmen es einfach mit. Wir nehmen, was wir kriegen können. Wir sind ja nicht so, ne? Alles gut hier? Okay. Alles gut. Und ja, an alle, die jetzt schreien, das ist der perfekte Moment, um ihn einzubauen. Ich weiß, ich weiß. Das wäre ja gewesen, hätte ich das Holz dabei, hätte ich alles dabei, dann wäre es vielleicht auch der perfekte Moment, um ihn einzubauen. Er folgt mir halt auch mit seinen Blicken, ne? Ich kann ihn halt auch looten. Soll ich dir vielleicht mal ein bisschen Fleisch geben? Vielleicht hast du ein bisschen Hunger. Hunger? Nee. Na gut, dann nicht. Okay, krass. Also habe ich da jetzt den. Ich habe da auch gar nicht drauf geachtet, dass man da jetzt irgendwie reinlaufen kann. Cool. So, und da oben das Anmachen. Ging da eigentlich hier das Licht an, oder nicht? Ja, hier war ja der epische Fight. Everybody is Kung Fu fighting. Ding, 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 ding. So. Ach, hier ist noch eine. Ach, hier
hier ist noch eine. Okay, okay. Okay, okay. Okay. Ich sag nicht nochmal okay. Alles klar. Oh, das ist aber auch wirklich so laut mit dem... Wie er hier halt langstampft. Das ist sein tägliches Workout. Das braucht er einfach. Neben Töten ist das sein anderes Hobby. Er läuft einfach stupide geradeaus. Ganz ehrlich, ich wäre auch ein bisschen sauer. Und mir wurde übrigens geschrieben in den Kommentaren, dass das gefixt wurde mit dem in der Mine ausloggen. Ja. Gut, ich würde sagen, wir sind dann auch soweit durch. Und wir haben jetzt alles gesehen, was es jetzt neu gibt. Und als nächstes kommen dann wieder die Livestreams als neue Folgen. Ihr könnt mir ja gerne mal einen Kommentar dran lassen, wie weit es euch gefällt oder nicht gefällt. Das ist halt immer so eine Sache, weil ich nicht genau weiß, ob euch das interessiert, weil wenn ich Let's Plays mache, so Folgen, da geht es halt wirklich nur ums Spiel und da um dem Livestream gibt es halt meistens um die Gespräche oder da erzähle ich ja auch sehr, sehr viel von mir und ja, das ist halt, ich weiß halt nicht, wie. Hm. Ich meine, allen recht machen kann man es sowieso nicht, aber ich würde schon gerne wenigstens so ein bisschen es euch recht machen. Oh, hör auf zu quietschen, bitte. Oh Gott, das ist so schlimm. Ich würde jetzt hier einfach durchrennen. Aber es geht nicht. Moment, ich kann hier rückwärts gehen. Dann höre ich das nicht so laut. Aber ihr dürft das eigentlich nicht so auch nicht so laut hören. Ich habe das so weit runtergestellt, dass es nicht funktionieren sollte. So. Und ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Folge. Bye, bye.